Da sind wir wieder mit einer neuen Folge auf Stube und diesmal einer ganz besonderen Stube. Das hier ist nämlich eine Kommandantenkammer. Der U-35, dem modernsten U-Boot der Bundeswehr. Und hier haben die Soldaten wirklich mal ihre Ruhe. Und das hier ist die Kombüse. Und in der Messe wird gegessen. Und das ist der Maschinenraum. Und das ist eine von zwei Toiletten und die teilen sich über 29 Mann. Und hier sind wir in der Zentrale, das Herzstück des U-Boots. Und das ist Lars Gössing. Er ist ehemaliger U-Boot-Kommandant und jetzt Ausbildungschef für U-Boot-Fahrer und bei uns zu Gast auf Stube. Und ein U-Boot-Kapitän kommt selten allein und deswegen haben wir auch einen Wachoffizier mit dabei, Robert Radek. Hallo. Hallo. Hallo, ihr zwei. Moin. Jetzt bei uns hier auf Stube. Mal ganz ehrlich, ja, ihr zwei jungen Männer, was bewegt einen dazu, U-Boot zu fahren in so einer, wie hast du es vorhin so schön gesagt, Cola-Dose? Also für mich ist das, glaube ich, einfach die Faszination, die das U-Boot-Fahren ausmacht. Und besonders der Teil, in dem man Mitglied einer besonderen Gemeinschaft ist, einer Kameradschaft. Und das sind einfach Freunde, mit denen man sich halt unter Wasser diese Atmosphäre teilt. Ich stimme Robert zu. Also es ist wirklich was Besonderes. Und für mich stand auch vom ersten Tag an fest, dass ich unbedingt U-Boot-Fahrer werden wollte. Habe es dann am Ende auch geschafft, nach einer sehr langen Ausbildung, die auch wirklich anspruchsvoll ist und die man nicht selbstverständlich besteht. Bin dann aber am Ende Teil dieser elitären Gemeinschaft geworden und da bin ich sehr stolz drauf. Ja, was macht denn die Ausbildung so besonders und so schwierig? U-Boot-Fahren ist halt an sich etwas sehr Spezielles. Also wir fahren halt nicht wie ein ganz normales Überwasserschiff, nur in zwei Dimensionen, sondern wir nutzen auch die dritte Dimension. Das bedeutet, man muss auch unter Wasser in der Lage sein, dieses Waffensystem zu beherrschen, das Überwasserlagebild einzufahren und aufzubauen. Und um das zu können, braucht man halt diese spezielle Ausbildung, die so lang und auch so speziell und fordernd ist. Das heißt, was sind genau speziell die Aufgaben von einem U-Boot? Also es gibt zahlreiche Aufgaben. Also das fängt natürlich an mit dem klassischen Konflikt, wo ein U-Boot eingesetzt werden kann, um mögliche gegnerische Fahrzeuge auch tatsächlich dann zu bekämpfen, sowohl über Wasser als auch unter Wasser. Der Einsatz von Spezialkräften ist etwas, was wir häufig üben und auch grundsätzlich immer durchführen können. Das heißt, die Kampfschwimmer sind dann auch bei euch? Unter anderem haben wir die Kampfschwimmer, mit denen wir ganz viele gemeinsame Übungen durchführen. Aber darüber hinaus kann ein Unterseeboot natürlich auch brillant für Aufklärungszwecke eingesetzt werden, da es nicht gesehen werden kann. Ihr könnt ja jetzt nicht sehen unter Wasser, sondern nur hören. Wie kann man sich das quasi vorstellen? Wir arbeiten auf unseren U-Booten hauptsächlich mit passivem Sonar. Das bedeutet, wir geben keine Geräusche ab, sondern wir greifen einfach nur die Geräusche, die ins Wasser durch Fahrzeuge, Sonarbojen und dergleichen abgegeben werden, die nehmen wir und bauen dadurch unser Lagebild auf. Kann man sich gut vorstellen, wenn man sich mal einfach in die Lage versetzt. Man steht in der Mitte eines Kreisverkehrs, schließt die Augen und versucht nur anhand der Geräusche der vorbeifahrenden Autos im Kopf ein Bild aufzubauen, was passiert um mich herum gerade. Das ist einfach mal so die Situation, in der wir uns befinden, wenn man es ganz rudimentär beschreiben würde. Ihr seid jetzt quasi immer gefangen in diesem U-Boot, wenn ihr da wirklich auf Tauchfahrt seid. Wie ist das eigentlich so, Tage, teilweise wochenlang unter Wasser zu sein? Also gefangen würde ich es nicht nennen. Wir sind halt zusammen unterwegs. Und ich habe auch die Möglichkeit, ab und zu mal rauszugucken durch Seerohr, wenn wir auf Seerohrtiefe sind. Und für die Kameraden an Bord ist es halt so, dass wir auch das Gefühl haben, wann Tag ist und wann Nacht ist. Das passen wir halt an mit Licht. Und ja, also wir haben auch ein tolles U-Boot-Modell hier. Da kann man sehen, dass halt im vorderen Bereich die Unterkünfte sind. Zum Arbeiten alle in diese Operationszentrale kommen, die in der Mitte vom U-Boot ist und im hinteren Teil die Schiffstechnik sich befindet. Und von daher haben wir eine ganz tolle Situation, dass wir Arbeitsbereiche und Wohnbereiche getrennt haben. Und das ist ja auch der Rückzugsort, oder? In der Technik hinten, beim Schiffsmotor? Genau. Der Sportbereich. Da haben wir unseren kleinen Sportbereich. Da steht manchmal ein Fahrer drin und eine Hantelbank und wenn wir Glück haben, sogar eine Rudermaschine. Und da kann man sich wirklich zurückziehen und dann wirklich mal eine Stunde Sport machen. Was war denn die längste Zeit, die ihr unter Wasser geblieben seid, ihr persönlich? Also für mich waren es 19 Tage. Am Stück? Am Stück, genau. Das habe ich. Ich habe einen Tag weniger. 18 Tage ist meine längste Tauchfahrt am Stück gewesen. Aber letztlich kommt es immer auf das Fahrprofil des Bootes an und man kann das auch nicht verallgemeinern. Und wenn man daraus ableiten will, wie lange kann so ein Unterseeboot getaucht irgendwo operieren, macht das keinen Sinn, ist nicht logisch. Denn es hängt logischerweise davon ab, was habe ich vor Ort zu tun, wie sieht der Auftrag aus, muss ich viel stationieren, bedeutet von A nach B fahren oder kann ich mich an einem Ort aufhalten, um Energie zu sparen, dann kann ich die Zeit quasi, also ich will nicht sagen endlos, aber sehr weit ausdehnen.
Ihr habt ja quasi auch so ein striktes Handyverbot dort an Bord. Wie beschäftigt ihr euch gegenseitig? Weil man kann ja nicht die ganze Zeit nur essen und schlafen. Was macht man in seiner Freizeit dort? Also die Freizeit ist tatsächlich mehr oder weniger dadurch gezeichnet, dass ich versuche, mich zurückzuziehen, wo es geht. Ja, natürlich muss auch Geschirr abgewaschen werden. Es muss rein Schiff, also es muss sauber gemacht werden an Bord. Aber wenn ich mit den Tätigkeiten durch bin, dann ziehe ich mich zurück auf meinen Bock, also auf mein Bett an Bord und versuche, vielleicht nochmal einen Film kurz zu schauen oder ein bisschen Musik zu hören. Aber dann nutze ich die Gelegenheit, um zu schlafen, denn der Job ist wirklich fordernd. Auf längeren Touren gibt es dann auch Skatrunden oder irgendwie Gesellschaftsspiele, die man halt unten dann zu viert spielt und dann auch da die Ablenkung findet. Wir müssen mal mit was aufräumen. Heißt das Schiff Schraube oder Propeller? Es heißt eindeutig Propeller und das konntet ihr auch schon am Ausbildungszentrum U-Boote lernen. Genau, da seid ihr beide nämlich auch. Du bist der Chef. So ist es. Und du, deine Aufgabe? Also ich auch an dem Zentrum? Genau, also ich bin ein Kollege, kann man sagen, und bin dort für die Ausbildung der Besatzung zuständig, aber auch der jungen Offiziere, die erstmal U-Boot-Fahrer werden wollen. Das heißt, ihr bildet werdende U-Boot-Fahrer aus? So ist es. Wir bilden jeden aus, der beschließt, er möchte an Bord eines U-Bootes seinen Dienst leisten. Wir bilden Smoots aus, also Köche, die dann an Bord eingesetzt werden, bis hin zum Kommandanten, also einem Wachoffizier, der so lange Dienst geleistet hat und die Erfahrung gesammelt hat, um dann später als Kommandant qualifiziert zu werden. Jetzt seid ihr ja, kann man eigentlich sagen, dass wenn ihr jetzt in diesem Ausbildungszentrum seid, quasi so ein bisschen in Ruhestand gegangen seid, weil ihr nicht mehr aktiv auf einem U-Boot seid? Oder würde ich euch jetzt da Unrecht tun? Stimmt nicht ganz. Also ich bin das letzte Mal im März gefahren. Ja, und Lars ist jetzt dann bei der nächsten Seefahrt mit dabei auf der WO-Schülerfahrt. Dort werden dann unsere angehenden Wachoffiziere zertifiziert und dann auch gegebenenfalls das U-Boot-Fahrerzeugnis ausgestellt. Na dann vielen Dank, dass ihr da wart. Bei uns haben wir echt eine Menge mitgenommen. Danke. Nee, halt noch nicht ganz. Wir haben euch auch was mitgebracht. Ja. Genau. Oh, das sieht hell. Ja, das, was ihr hier seht, ist die Replik eines Seerohrs der U-Boot-Klasse 205. Sollten wir es wieder benötigen, lassen wir es euch wissen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt können wir euch diese Dauerleihgabe des Seerohrs gerne hier überlassen. Und wir hoffen, es gefällt euch. Das ist definitiv eins der größten. Vielen lieben Dank. Gerne, wirklich. Für euren Besuch, für dieses sehr coole Gastgeschenk. Und mal gucken, ob es euch wiedergeht. Das gefällt uns. Das war's hier bei uns auf Stube. Und wenn ihr wieder mehr wissen wollt oder vielleicht Themenvorschläge habt, schreibt das in die Kommentare. Wir lesen das bestimmt. Und wir erfüllen es vielleicht auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.